Hey Leute, willkommen wieder zurück zu meinem Let's Play von Pokémon Heart Gold in Prismania City. Hier habe ich bereits zuletzt die Arenaleiterin Erika besiegt und den Farborden gewonnen. Und das heißt, ich besitze bereits drei Orden in der Kanto-Region. Den von Major Bob, den von Sabrina und den von Erika. Und als nächstes ist das junge Mädchen ganz links unten dran. Das ist nämlich die Arenaleiterin von Fuxania City. Und das ist die Stadt, die sich südlich von hier befindet. Und ja, ich bin ziemlich zuversichtlich, dass es in diesem Part auch schon zum nächsten Arena-Kampf kommen wird. Dazu müssen wir einfach jetzt nur hier Prismania City in Richtung Westen verlassen, auf die Route 16 und dann können wir auch schon weitergehen. So, Moment, was ist hier? Ein Baum zum Zerschneiden. So, Zerschneider. Und Schlitz. Danke, Tanupto. Wie geht's dir eigentlich heute so? Tanupto zuckelt gut gelaunt hinter dir her. Na, das ist ja wunderbar. So, hier haben wir ein Haus. So, wer wohnt denn hier? Wenn du immer weiter den Radweg hinab brauchst, kommst du nach Fuxania City. Gut zu wissen. Hallo, hallo, möchtest du einen hippen Spruch hören? Meinetwegen. Nun gut, der hippe Spruch lautet Wechselkurs. Das ist total in, das zu sagen. Ach so, na, wenn du meinst. Wechselkurs vor allem. Wollen wir etwa unsere Poké-Dollar wechseln? In Euro oder irgendwie so? Hey, wer hat den Baum hier schon wieder hingepflanzt? Das ist aber ein schnell wachsender Baum. Gut, das ist eigentlich nicht wirklich was Wichtiges gewesen, egal. Okay. Hey, du da, stehen geblieben. Solange du nicht auf dem Sattel eines Fahrrads sitzt, darfst du auch nicht den Radweg benutzen. Oh, genau. Das ist halt ein Radweg und deswegen muss ich jetzt auf mein Fahrrad steigen. So, können wir hier nämlich alles nur auf dem Rad machen und gleich wird es ziemlich steil nach unten gehen. Radweg. Von hier geht es immer nur bergab, also sause los und viel Spaß. Ja, ich brauche eigentlich dann gar nicht mal mehr das Steuerkreuz irgendwie drücken, weil ich fahre jetzt gleich automatisch los, wenn ich hier auf der Brücke bin. Ja, oh mein Gott, seht ihr, ich brauche gar nichts drücken, weil ich fahre automatisch von selber nach unten. Ja, hier sind ziemlich viele Rowdies, gegen die ich eigentlich kämpfen kann. Das werde ich mal machen. Das ist ein gutes Training. Du hast sowas von verloren. Das spüre ich im kleinen C. Das werden wir noch sehen. Rowdy Wotan. Na klar. Er hat ein Schluppuck. Level 47. Na dann, Tanupto. Mach es fertig. Mit einem gekonnten Erdbeben. Tschüss, Mann, ey, wir sind 10 Level stärker, was will er? So, und sogar noch ein Level ab, jetzt sind wir Level 58. So beginnt ein Part doch toll. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, und whoop, seht ihr, man muss hier wirklich aufpassen, wenn man nicht wieder dagegen drückt mit dem Steuerkreuz, dann fährt man automatisch nach unten. So, wer bist du? Hey du, kommst du etwas Johto? In der Tat. Aber was sollte das in diesem Kampf schon ändern, Rowdy Harry? Mit deinem Smogmug wirst du mich nicht besiegen können. So, ich tausche mal einfach so aus auf meinen Simsala. So, was macht Smogmug? Schlammbart. Das ist nicht so angenehm. Ah, gut, ich wurde nicht vergiftet, sondern Psychokinese. In your face, oder besser gesagt, in your double face, hat er zwei Gesichter. Und sagt tschüss zu Smogmog, das war sogar ein Volltreffer. Hätte ich aber so und so besiegt und schon wieder gewonnen. Boah, du legst aber los. Ja, das kannst du laut sagen. So, ach, ich habe eben ab und zu einen schlechten Tag, das ist alles. Willst du nochmal kämpfen, dann lassen wir deine Nummer rüberwachsen, nur meinetwegen. So, deine Nummer wird in Pokécom registriert. Bei unserem nächsten Treffen bin ich stärker als heute. Tja, das wäre gut. Wow, das ist aber ein tolles Fahrrad. Dankeschön.
Mit Komplimenten wirst du bei mir nichts erreichen, Rod Emanuel. Dein Magma kann einpacken. Und shake the ground, Erdbeben, fully fat vibrations. Oh yeah, das geht richtig ab, baby. Ja, sag ich doch, Volltreffer und das war's schon mal für Magma. Und was hat er jetzt noch dabei? Ein zweites Magma, na sowas. Okay, wie wär's dann als Abwechslung mal wieder mit Lapras? So, da kommt es auch schon, sein zweites Magma. Level 3 fühlt sich auch wieder voll schwach. So, spür die Welle, Surfer! Zuerst mal ein Feuerschlag, das ist gemein. Ja, das wirkt jetzt normal, weil Lapras ja auch zum Teil ein Eistyp ist, aber egal, wir sind immer noch ein Wasser-Pokémon auch. Wasser, Eis, gute Kombi irgendwie. So, und das war's für Magma. So. Du bist so stark, wie du aussiehst. Ja, du nicht. Voll gedisst. So, der nächste bitte. Ich brauche Zaster, um mein Bike aufzumotzen. Eine edle Spende bitte. Das kannst du mal sowas von vergessen. Wenn, dann wirst du mir was spenden. So, Rowdy Angus hat auch ein Magma. Ey, jetzt wird's aber langweilig. Ja, die haben alle die gleichen Pokémon. So was, noch ein Magma. Na gut, machen wir halt dasselbe nochmal. Erdbeben. Weil es so schön wehtut und so schön super-duper stark ist. Das ist immer einer der stärksten Bodenattacken mit einer Basisstärke von 100, haut Erdbeben schon richtig rein. So, einfach keine Chance. Und lass mich raten, du hast jetzt noch ein Tentoxa? Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, okay. Das darf mal Ampharos übernehmen. Es braucht endlich mal ein Level-Up, das soll endlich auf Level 50 kommen. Das ist immer noch Level 49, steht aber kurz vor dem Entscheiden Level-Up für Level 50. Also dann, dieses Tentoxa wird nicht mehr so dumm aus der Wäsche gucken, wenn es den Ladungsstoß abbekommen hat. Zuerst mal eine Aquavelle, na gut. Warum darf es vor mir angreifen? Fies! Ich habe doch nur ein Level. Aber die Initiative passt wohl nicht. So, Ladungsstoß! Oh yeah, das war's für dich. So, und jetzt Level Up! Ampharos recht Level 50! Super, super geil! Vor allem ist das nur eine Initiative von 66, voll scheiße! Tja, zu früh gefreut! So, weiter geht's hier und ach, da drüben sind noch mehr Trainer, aber egal, ich fahr jetzt einfach mal hier so runter. Ich bewege gar nichts und da hat mich der nächste Typ gesehen. Na, wie findest du meine Soundeffekte? Da habe ich schon Besseres gehört. So, wenn aber dieses Mal Rowdy Lenny mit einem Teddy Ursa. Das passt doch gar nicht zu dem. Ist doch viel zu süß und knuffig. Das muss ich leider besiegen mit einem Flammenwurf. Der arme Teddy geröstet. Na, was habe ich gesagt? Die sind mir einfach haushoch unterlegen. Und jetzt noch ein Merrill. Okidoki. Gleich nochmal Ampharos rausholen. Was willst du tun? Ladungsstoß. Und zack. And that's it. Das bin ich aus der Puste. Ja klar. Das kommt davon. Du hast ganz schön Mund, das gefällt mir. Willst du mein Kumpel sein? Ich gebe dir meine Nummer, dann haben wir es so richtig rein. Na klar, lass uns auf die Kacke hauen hier. Stark, du kannst mich alles fragen. Es sei denn, es geht um Schule oder Pokémon oder Rätsel oder Arena-Tipps. Ich bin kein Mann der komplizierten Themen. Ich habe keine Antworten, aber immer ein offenes Ohr für dich. Zuhören kann ich gut. Dafür ist ein Kumpel ja da, oder? Ja, eigentlich ja schon. So, wir sind sogar schon auf Route 18 und hier ist jetzt noch so ein Typ hier. Den mache ich auch noch platt. Wir sind die furchtlosen Helden des Radwegs. So, jetzt haben wir hier noch Rowdy Fridolin. Das ist ein geiler Name. So,
Smogon wird nicht viel ausrichten können. Blöd nur, dass es die Fähigkeit Schwebe hat. Das heißt, Erdbeben würde bei ihm nichts bringen. Dann gibt es einfach einen gekonnten Flammenwurf ins Face. Dann vergeht ihm das Grinsen. Der Flammenwurf ist einfach zu heiß für dich. Genau. Und tschüss. So, was hast du noch zu bieten? Noch ein Smogmog. Alles klar. Simsala, du bist wieder dran. Was guckst du so doof, hä? Psychokinese! Zack! Und sag tschüss! So, und zu guter Letzt besitzt er noch ein... Glutexo? Wo hast du das denn her? Okay, wechseln auf Lapras! Der hat echt ein Glutexo, ich fass es ja nicht! So, Level 41, wir sind 10 Level stärker und zur Abwechslung darf es mal auch die Kaskade sein. Ist halt eine physische Wasserattacke. Und das war's schon wieder für Glutexo, die haben einfach keine Chance. Urschlecht. Und gewonnen. Ah, die gewonnen, so zergonnen, ja, so sagt man das auch. Jo, das war's mal mit dem Fahrradweg. Also auf nach Fuxane City. So, jetzt kann ich eigentlich wieder vom Rad absteigen. So. Oh, hier unten sind ja noch mehr Trainer. Wartet mal. Die mache ich auch noch fertig. Der Radweg ist eine Abkürzung nach Prismania City. Hast du eine Ahnung? Ich kann doch da jetzt einfach hinfliegen. Vogelfänger Egon. Der Noctu wird nicht viel ausrichten können. Level 48, bitch please. Ein Flammenwurf habe ich noch übrig. So. Extra nur für dich. Weil wir sind schon wieder 10 Level stärker, obwohl Noctu ist doch irgendwie ein cooles Pokémon und das hat einen Flammenwurf überlebt. Ich hätte es jetzt nicht gedacht, dass es das übersteht. Aber okay. Sternschauer. Der geht wenigstens nie daneben. So, und tschüss Noctu. Uff. Ja, da bringt er nicht mehr raus als nur ein Uff. So, wenn du schon so viel Geld gibst, dann hätte ich den Kumpel hier von dir auch noch gerne platt gemacht. Wenn du nach Pokémon suchst, musst du ins hohe Gras gehen. Der Rest ergibt sich von allein. Ist nicht wahr. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. So, Vogelfänger Frank oder Frank hat ein Dodu. Level 39, das ist ja ein Witz, oder? Sternschauer. Ja, mit Sternschau besiegt, ist klar. So, was hast du noch? Noch ein Dodo. Okay, wechseln auf Ampharos natürlich. So. Auch dieses Dodo wird nichts machen können gegen den Ladungsstoß. Akrobissur. Was macht denn das nochmal? Ach, die Spezialverteidigung steckt stark. Das ist ja fies. Egal. Du bist trotzdem schwach gegen Elektroattacken, vor allem bis in Level 50, dann nutzt dir das auch nichts. Siehste, Volltreffer noch dazu, unmöglich zum Überleben. So, und hat jetzt noch ein Dodo oder hat er ein Dodri? Na bitte, das passt ja auch gleich viel besser. Die Entwicklung. So, ey, drei Köpfe, das sieht so merkwürdig aus. So, was macht es? Aufruhr. Kein Grund hier so einen Aufruhr zu veranstalten. Ja, Dodo verursacht Aufruhr. So, Ladungsstoß. Auf alle drei Köpfe. Und tschüss. Ja, schon wieder Volltreffer. Geil. So liebe ich das. Au, Backe. Oh, Lorenz ruft an. Was will er denn? Guten Tag, Alex. Lorenz am Apparat, wie geht's? Hör mal kurz zu. Neulich, da dachte ich, ich könnte mir einen Radfress schnappen, aber im allerletzten Augenblick ist es mir entkommen. Ja, da muss immer genug Pokébälle dabei haben, oder hat er aber sowas von recht? So. Jetzt sagt er einfach mal so, au Backe, ne? Link oder rechte Backe, hä? Was meinst du, Zalupto? Es freut sich über das schöne Wetter. Ja.
Ist doch ein tolles Wetter heute, nicht wahr? So, und da sind wir auch schon. Fuchsania City. So, hier unten haben wir gleich mal die Pokémon Arena. Und direkt daneben, also nicht ganz direkt daneben, haben wir ja das Pokémon Center. Da gehe ich gleich mal rein, um die Pokémon zu heilen. Und dann können wir uns eigentlich auch schon dem Arena-Kampf widmen. Das werde ich auch tun. So. Das geht sich in dem Part noch wunderbar aus. So, Dankeschön. Alles wunderbar. Hier kommt Janina, Hokus Pokus Fidibus. Na, jetzt sehe ich so aus wie sie. Hm? Huch, ach, das hat wohl nicht geklappt. Tja, fail. Ich habe nämlich in der Pokémon Arena ganz schön erschreckt, sage ich dir. Da waren ganz viele Mädchen, die alle gleich aussahen. Was? Wieso? Warum? Was? Oh, ein Pokédex hast du denn von Professor Eich bekommen? Ja, natürlich. Was gab's denn du? Von Professor Eibe? Nee, falsche Region. Falsche Region, Kumpel. So, wen haben wir denn hier noch so? Die Tochter von Koga, einem der Top 4, hat es hier bis zur Arenaleiterin gebracht. Das ist natürlich sehr interessant. Na, wen haben wir denn da? Guten Tag. Ach, Kamera Zwickler, du bist schon wieder hier. Na, dann machen wir doch gleich wieder ein Foto. So. Alle lächeln. Ameisen scheiße. Oh, ausgezeichnet, ausgezeichnet. Das Bild ist sehr gut geworden. So, jetzt will ich noch wissen, wer wohnt in diesem kleinen Häuschen hier. Großvater ist gerade zu Besuch bei Bill in seinem Haus am Kap von Azuria City. Das ist auch gut zu wissen. Ich habe vom Radweg aus ein paar merkwürdige Pokémon in der Gegend herumschleichen sehen. Tatsächlich? So. Blim, blim. Ach, die Musik ist irgendwie cool hier drin. So, Pokémon Arena von Fuchsania City, Leiterin Janina, die giftige Ninja-Meisterin. Und wie gesagt, sie ist tatsächlich die Tochter von Koga. Sehr englisch klar, wenn Koga, der früher mal Arena-Leiter war, jetzt bei den Top 4 ist, muss es natürlich eine Nachfolger geben. Und das ist seine eigene Tochter Janina. Also, macht euch bereit. Hey du, zukünftiger Champ. Hoppla, sieh dich mal genau um. Das sind lauter Personen, die genau wie Janina die Arena-Leiterin aussehen. Kannst du erkennen, wer von ihnen die echte Janina ist? Ja, das ist jetzt etwas merkwürdig. Hier sind jetzt, hier sind erstens unsichtbare Wände. Ja, hier so, bam, bam. Und hier haben wir schon zweimal Janina und irgendwo da hinten, da ist noch eine Janina. Da ist eine Janina. Jetzt ist nur die Frage, welche ist die echte? Kann ich euch sagen, die echte ist sie. Also die hier ganz in der Mitte, das ist glaube ich die echte. Die anderen sind alles Trainer, die sich halt so, wie sie verkleidet haben. So, ich weiß gar nicht, die muss ich eigentlich nicht mal wirklich bekämpfen. Ich könnte direkt zu ihr gehen, aber ich will mal gucken, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt so denke, dass sie die echte wäre. Ich bin Janina, aber woher wusstest du das? Egal, jetzt wird gekämpft. Angeschmiert. Voll verarscht von der kleinen Picknickerin Cindy hat ein Nidoqueen. Wow. Na gut, das ist auch ein Gift-Pokémon. Bodengift. So. Erdbeben. Alle Gift-Pokémon sind schwach gegen Bodenattacken. So. Was? Das hat es überlebt? Das geht doch gar nicht. Doppelkick. Aua. Boah. Voll in die Weichteile. Na warte. Sternschauer. Und sagt tschüss. So, Volltreffer. Das war's. Und sogar noch ein Level Up. Zum Bereich Level 59 ist wieder immer besser. Bald sind wir Level 60. Mist, ich wollte doch gewinnen. Wenn ich diese Verkleidung trage, fühle ich mich gleich viel stärker. Tatsächlich. Das hat aber nicht viel gebracht. So, dann gehen wir mal hier so lang und oing. Doing. Doing. Verdammt nochmal, wie komme ich denn jetzt hier? Moment. Komme ich hier so? Ah, hier komme ich durch. So, was ist denn mit dir? Hahaha, ganz genau, ich bin die echte Janina. Nee, bist du nicht. Du bist... Vor allem ein Junge, Camper Till. Ey, der hat sich als Mädchen verkleidet. Was soll das denn? So, Nidoking mache ich genauso fertig. Erdbeben! Komm schon, mach es platt mit einem Mal. Komm schon. Na,
Na bitte, geht doch. Warum hat das dann Nidoqueen überlebt? Hat wohl eine höhere Verteidigung gehabt. Naja. Und dabei war meine Verkleidung so gut. Na, ich weiß ja nicht. Ja, ich bin ein Mann. Na und? Dürfen sich Männer etwa nicht als Janina verkleiden? Na, da gibt's ja immer wieder Diskussionen. So, du bist natürlich auch nicht die echte, gell? Ich bin Janina, die Arenaleiterin. Von wegen. Reingefallen. Mann, ist das ein Spaß. Ich find's nicht so witzig. So, eine Herausforderung von Göre Gabriele. Flammenwurf. Ich finde Duflo ist immer noch so eklig hässlich, weil das immer sabbert. So, deswegen habe ich es auch gerade platt gemacht. So, ein Arrbock. Na, werden wir mal das im Saal rausholen. Das wird vor allem die ganzen Pokémon von Janina dann besiegen. So, aber erstmal kommt hier eine Königskobra, die mich doof anguckt und richtig bedrohlich sogar, dass der Angriff vermindert wird, aber nur der Angriff, nicht der Spezialangriff, also Psychokinese! Zack! Und ja, natürlich konnte sie das nicht überleben. So, und was jetzt noch? Ein Giftflor. Na gut, kann aber Simsala draußen bleiben, ist ja Pflanzengift. Also auch schwach gegen Psychokinese. Ins Gesicht. Tja, das war's. Gib's zu, ich hatte dich fast zu weit. Ja, aber wirklich nur fast. Wirklich nur fast. Janine ist mein Vorbild, es macht mir viel Spaß, mich als sie zu verkleiden. Naja, wenn's Spaß macht, hat's ja gerade gesagt. So, verdammt nochmal. Reingelegt, hahaha. So, und jetzt haben wir hier noch Göre Swantje. Ey, was ist denn das für ein Name? Oh, ein Bisosam. Na gut, Pflanzengift, wohlgemerkt. Das ist doch wohl wirklich das einzige Starter-Pokémon überhaupt bisher immer noch, das so in seiner Basisstufe schon einen zweiten Typ hat, nämlich Pflanzengift. Alle anderen späteren Pflanzenstarter sind reine Pflanzen-Pokémon am Anfang, jedenfalls in ihrer Basisstufe, und die anderen genauso reine Wasser- und Feuer-Pokémon am Anfang, aber das ist irgendwie wirklich die Ausnahme. Ich frage mich eh, warum die das so gemacht haben. Hätte auch ein reines Pflanzen-Pokémon sein können, aber nö, ist halt Pflanzengift. So, das war's schon mal für Bisasam. Und jetzt hat sie noch ein Bisa-Knoss. Lass mich gerade noch, also vielleicht sogar noch ein Bisa-Flor. Aber was ist denn das für ein Name? Swantje? Wer heißt denn bitte so? Der Name ist immer sowas von vor 50 Jahren oder keine Ahnung. Swantje, also das habe ich noch nie gehört, ganz ehrlich, noch nie. Ich habe schon einige merkwürdige Namen gehört, aber Swantje, also auch genial. So, und was habe ich gesagt? Sie hat sogar noch ein Bisa-Flor. Da können wir ja froh sein, dass es zu dieser Zeit noch keine Mega-Entwicklungen gab, sonst könnte sie einen Mega-Bisa-Flor haben. Aber das hat sie natürlich nicht. Das gab es zu der Zeit noch gar nicht. So. Aber ich glaube, selbst als Mega-Bisa-Flor hätte ich es auch besiegt. So, und das war's. So, und jetzt mache ich noch ganz schnell Janina Platz. Die echte Janina natürlich. Oh, ich habe verloren. Ein Schwächling bist du jedenfalls nicht. Das stimmt. Na, wie war mein Kostüm? Die meisten Leute sagen, ich sehe Janina zum Verwechseln ähnlich. So, jetzt muss ich aber immer noch irgendwie... verdammt. Wie komme ich denn jetzt zur echten Janina? Ach so. So, du kannst nur noch mal der echte sein, weil alle anderen wurden bereits entlarvt. Tut mir leid, aber das stimmt nicht. Nein, ich nehme dich nur auf den Arm. Ich bin es wirklich. Ich bin Janina, die Arenaleiterin von Fuxania City. Eine Herausforderung von Leiterin Janina. Sie hat 5 Pokémon im Team und beginnt mit einem X-Bart. Hätte das gedacht, mal wieder 5 Pokémon im Team zu haben, ist doch eine feine Sache. So, Flammenwurf. Endlich kämpfe ich hier gegen die einzig wahre und echte Janina.
Wenn ich sie besiegt habe, habe ich schon meinen vierten Orden in Kanto. Dann habe ich die Hälfte geschafft. Was? Nein! Konfu-Strahl! Fies, aber so richtig fies. Na, warte. So, ich gehe mal davon aus, dass sie eventuell irgendein Heil-Item benutzen wird. Irgendeinen, keine Ahnung, Hypertrank, Topgenesen, was weiß ich. Also tausche ich mal aus auf Simsala. Ja, Tanunta, das Reich kommt zurück. So, nur noch ein bisschen, halt durch Simsala. Ja, Topgenesen, was habe ich gesagt? Richtig fies. So, na warte. Bei dir brauche ich mich doch gar nicht mit Gedankengut boosten. Da reicht deine normale Psychogenese doch wohl aus. So, Kreideschrei. Oh, das tut in den Ohren weh. So, Verteidigung sinkt stark, aber egal. Psychokinese! Und... das war's natürlich für X-Bart. Wir haben halt einen sehr hohen Spezialangriff. Und gleich noch ein Level-Up, nämlich... jetzt! Simsala ist Level 52! So, ein Ariados. Okay, wartet. Dann nehme ich wieder Tanunta, weil das ist ja auch ein Käfertyp. Einfach so, es ist zwar Käfergift, aber man gedacht, Tanunta soll auch seinen Spaß haben, weil das ist dann bald Level 60. So, ich weiß, den Part überziehe ich zwar jetzt gerade ein bisschen, aber ist mir egal. Flammenwurf, den Kampf machen wir noch schön zu Ende. Und dann ist aber Schluss. So, und Ariados kann schon mal einpacken und nach Hause fahren. So, und jetzt noch ein Smoogmoog, da wechsle ich natürlich wieder aus auf Simsala. Alles klar. So, und einfach, ja, warum nicht, Gedankengut. Spezialangriff von Simsala steigt, Spezialverteidigung von Simsala steigt. So, Smoogmoog macht Toxin, natürlich. Sie arbeitet halt auch gerne mit solchen Attacken, mit schwer zu vergiften. Ja, schwer vergiften ist halt anders als normale Vergiftung, da verlieren wir pro Runde mehr Lebenspunkte, also immer mehr KP, statt dass es gleich bleibt. So, und jetzt eine verstärkte Psychokinese. Diese schwere Vergiftung stecken wir doch locker weg. So, jetzt ist nämlich die Psychokinese dann gedankt und noch ein bisschen stärker und Smoogmoog ist besiegt. So, ja, Simsala wurde durch Gift verletzt. Richtig gemeint. So, Ariados, na meinetwegen, weil ich jetzt schon einmal geboostet bin, werde ich ja nicht austauschen, sonst ist der Effekt wieder weg. Das will ich nicht. So, Psychokinese. Und dann kommt noch ein letztes Pokémon. Dann habe ich gewonnen. Die kann nichts gegen mich ausrichten. So, wieder ein Pokémon weniger. Und zu guter Letzt kommt noch ein Omod. Puh, ist ja lächerlich. Ich mag deinen Kampfstil. Hm, dankeschön. So, Psychokinese. Und das war's dann für Janina, endgültig. Ja, was habe ich gesagt? Wieder mal gewonnen. Spieler besiegt Leiterin Janina. Du bist stark. Und schon wieder 12.000 Poké-Dollar. Ich sehe schon. Du hast also selbst Koga von den Top 4 besiegt, meinen Vater. Ha, du kommst mir gleich so stark vor. Ich erkenne meine Niederlage an. Hier, nimm den Seelenorden. Alex erhält den Seelenorden. Du bist stark. Ich habe hier ein ganz besonderes Geschenk für dich. Dieser Dacke nennt sich Gifthieb und kann deine Gegner vergiften. TM84 erhalten. Ich werde noch viel mehr trainieren und stärker werden. Nochmal möchte ich nicht gegen dich oder meinen Vater verlieren müssen. Alles klar, Leute. Ich hab's geschafft. Jetzt muss ich nur noch hier irgendwie wieder rausfinden. Und, oh ja, die Vergiftung wirkt gerade. Okay, nee, ist egal, Leute. Ich beende hier einfach mal den Part. Ist eigentlich egal. Und dann sage ich mal, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Pokémon Heart Gold. Macht's gut, Leute. Tschüss.